So, da sind wir wieder und wir laufen jetzt zu. Wie heiße das? Ja, kenne ich. Zurück. Wir laufen jetzt nach Weißlauf, also White One. Ich habe mich auch am Anfang häufiger mal gefragt, was denn eigentlich, wieso es hier eigentlich Himmelsrand heißt. Ich wusste nicht, warum es Himmelsrand heißt, bis ich mal auf die Idee gekommen bin, dass Himmelsrand Skyrim heißt. Wow, nein! Böse! Oh! Komm, ab wieder in die Ego-Perspektive und steck die Schwerter weg. Ja, ich hätte den jetzt eigentlich nur ausnehmen können, ne? Ach, dumm gelaufen. Spring, 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 spring. Super. Immer schön weiter. Oh. Wer ist denn da? Der sieht aber nicht besonders nett aus. Warte. Dann nehme ich mal. Ich habe drei Langbögen. Ihr schlagt euch wacker. Aus euch könnte noch ein anständiger Schildbruder werden. Was ihr ist seid dein nicht von hier, Schildbruder? was? Noch nie von den Gefährten gehört? Ein Nein. Orden von Kriegern. Wir sind Brüder und Schwestern, verbunden durch unsere Ehre. Und wir lösen jedes Problem, wenn die Bezahlung gut genug ist. Okay. Das Ich möchte euch entscheide nicht ich. beitreten. Ihr müsst mit Kodlak Weißmähne oben in Jorvaska reden. Der Alte hat gute Menschenkenntnis. Er schaut einem in die Augen und weiß, was man wert ist. Viel Glück, wenn ihr zu ihm geht. Gut, das machen wir dann auch mal. So, wir haben hier einen Riesen. Cool, der hat einen Eisenpfeil. Ihr seht stark aus. Kommt nach Jorvaska und werdet ein Gefährte. Okay, warum habt ihr Wilkers euch den und ich sind Gefährten sein angeschlossen? Kindesbein hier. Unser Vater Jergen hat uns hier großgezogen. Selbst Wigner konnte sich nicht an Gefährten erinnern, die jünger waren als wir. Okay. Wer sind die Gefährten? Weiß ich schon. Auf wessen Das Seite? ist mir zu kompliziert. Kaiserreich, Nord, Talos. Wen interessiert das schon? Sagt mir einfach, wen ich verprügeln soll. Das ist eine gute Einstellung. Bis Okay. zum nächsten Mal. Also scheinbar gibt es das Kaiserreich, das ganz normal ist. Oder was halt die Macht hat oder Macht haben möchte. Wenn ihr mich jagen wollt, müssen eure Beine schnell und eure Augen schneller sein. Right one. Gut. Dann gibt es die Nord, das sind die Sturmmäntel. Soll ich euch mitnehmen? Nein, gerade nicht. Ich könnte so ein Pferd gebrauchen. Ich möchte es aber nicht stehlen. Und dann gibt es noch die Talos. Aber ich weiß nicht, was die Talos sind. Tut mir leid. Da bin ich etwas überfragt. So, ich sollte vielleicht die Waffen weglegen. Ja, vielleicht klüger hier in so gewissen Gegenden. Sollte man nicht unbedingt mit gezogener Waffe rumlaufen. Halt! Die Stadt ist wegen der Drachen abgeriegelt. Zutritt nur mit amtlicher Genehmigung. Ich Flusswald sag ist einfach auch mal. in Gefahr? Ihr kommt wohl besser herein. Ihr findet den Jarl in der Drachenfeste oben auf dem Hügel. Gut, dann laufen wir da mal hin. Ah, wie schön lang die Ladezeiten sind.
So, wir haben Weißlauf. Aber wir brauchen mehr für die kaiserlichen Soldaten. Graumähnen oder Kampfgeborene. Warum schluckt ihr euren Habt ihr was an den Ohren? Auf welcher Seite steht ihr? Graumähnen oder Kampfgeborene? Ich kenne das neu nicht. In der Stadt, was? In Weißlauf gibt es zwei Clans, beide alt und hoch angesehen. Der Unterschied ist, dass die Graumähnen sich vom Kaiserreich abgewandt haben und wir Kampfgeborenen loyal geblieben sind. Ich frage euch also nochmal, Graumähnen oder Kampfgeborene? Ich entscheide mich für später müssen wir uns alle für eine Seite entscheiden. Lang lebe das Kaiserreich. Okay. Das ist doch irgendwie ziemlich eindeutig. So. Was haben wir hier oben? Helgen soll von einem Drachen erwischt worden sein. Sollte yep. sich eines dieser Monster hierher verirren. Kampfgeborener, gebt mir euer Geld. Ich habe kein Geld. Ihr solltet mir jetzt am besten 5 Septime geben, sonst kriegt ihr eins auf die... Morgen 10 Septime, Babykampfgeborener. Oder es gibt eins auf die Nase und die Lippe. Nein, bitte. Ich hab wirklich kein Geld, Breit. Morgen kriegt ihr 10 Septime. Aber bitte nicht schlagen. Mit Banditen komme ich gut zurecht. Aber Drachen? Die Welt ist verrückt geworden. Es macht keinen Spaß, ständig nur herumgeschubst zu werden. Naja, früher habe ich mich nachts rausgeschlichen und versucht, den großen Ochsen der Graumähnen umzuschubsen. Und früher bin ich mit Mila auf das Dach der Drachenfeste geklettert. Da haben wir nach Vogeleiern gesucht. Aber sowas mache ich nicht mehr. Vater erwischt mich ständig und dann kriege ich immer Ärger. Ja, man sollte ja Bis auch... Bis zum nächsten Mal. Danke, man sollte vielleicht auch keine Vogeleier weiß, dann dass mitnehmen. Euch eure Familienehre wichtig ist, aber wir können uns das nicht leisten. Ich habe Wochen gebraucht, um diese Tiefe Also zu steht auf! Steht Was auf, ist denn das Kinder hier? Des Kaiserreichs! Steht auf, Sturmmäntel! Nehmt das Wort des mächtigen Talos an, der sowohl Mensch als auch Gott ist. Denn okay. ihr seid gekommen. Ihr seid gekommen, um dem Wort von Talos zu lauschen. Warum wurde das verboten? Weil der sogenannte Kaiser ein Feigling ist. Ja, ihr habt richtig gehört. Ein Feigling. Oh ja. Er willigte ein, die Anbetung von Talos zu verbieten, als er ein Altmeri-Schwert an seiner Kehle spürte. Sie nannten es das Weißgold-Konkordat. Nun, ich nenne das Blasphemie. Ein wahrer Sohn des Kaiserreiches hätte sich niemals von unserem größten Helden abgewandt, um keinen Preis. Ich will euch mal was sagen. Cyrodiil ist weit weg. Und den Himmelsrand werden wir den mächtigen Talos niemals im Stich lassen. Gut. Sollen sie ruhig kommen. Ich fürchte mich nicht, denn Talos steht auf meiner Seite und ich bin sein Prophet. Seine Worte entspringen meinen Lippen. Seine Stimme dringt aus meiner Kehle. Ich lasse es jetzt mal lieber. Möge Talos euch leiten. Für immer. Das ist wohl scheinbar Talos. Was kann ich damit machen? Ich habe jetzt Talos Segen bekommen. Okay. Ja, super. Ich habe jetzt Talos Segen. Ich bin unglaublich mächtig. Ich habe jetzt Talos Segen. Komm, weiter geht's nach oben. Und hier haben wir die Drachenfeste. In die wir nicht reinkommen. Na? Lädst du? Schön. Ihr könnt euch glücklich schätzen, hier in der Stadt und nicht in Flusswald zu sein. Die armen Leute da haben nicht einmal eine Mauer. Ja, da hast du recht, aber Drachen können doch normalerweise fliegen, oder? Gar nichts.
mein Herr, bitte. Dies ist nicht die Zeit für blinden Aktionismus. Was soll diese Unterbrechung? Jarl Balgrov empfängt keine Besucher. Und wer ist das? Das erklärt, warum die Wachen euch hineingelassen haben. Kommt, der Jarl wird sich persönlich mit euch unterhalten wollen. Schön. Ihr wart also in Helgen. Ihr habt diesen Drachen mit eigenen Augen gesehen? Ja. Ich hatte eine tolle Aussicht, wenn die... Der Drache hat Helgen gestört und das Letzte, was ich sah... Bei Ismir. Ja. Irelet hatte recht. Na, was sagt ihr dazu, Proventus? Sollen wir weiterhin auf die Stärke unserer Mauern vertrauen? Gegen einen Drachen? Er hat's kapiert. Wir sollten sofort Truppen nach Flusswald schicken. Es befindet sich in allerhöchster Gefahr. Der Jarl von Falkenring wird das als Provokation verstehen. Er wird annehmen, dass wir uns auf Ulfriks Seite schlagen und ihn angreifen werden. Wir sollten nicht... Ich werde nicht untätig mit ansehen, wie ein Drache mein Fürstentum niederbrennt und mein Volk abschlachtet. Das ist eine gute Einstellung. Schickt unverzüglich eine Einheit nach Flusswald. Ja, mein Jarl. Bitte entschuldigt mich. Ich muss mich wieder meinen Pflichten widmen. Das wäre wohl das Beste. Gut gemacht. Ihr seid zu mir gekommen, auf eigene Faust. Ihr habt Weißlauf einen Dienst erwiesen. Und das werde ich euch nicht vergessen. Hier, bitte nehmt dies als kleines Zeichen meiner Anerkennung. Ich hätte da noch etwas für euch. Vermutlich eine geeignete Aufgabe für jemanden, der über solche Fähigkeiten verfügt wie ihr. Kommt. Begeben wir uns zu Faringar, meinem Hofzauberer. Er beschäftigt sich mit einer Frage, die mit diesen Drachen zu tun hat. Und mit Drachengerüchten. Okay. Ja, ich werde irgendwann auch einfach in diesem Spiel Jarl und dann bekomme ich mir einfach so einen Hofzauberer. Ja, da bist du. Besucht ihr die Drachenfeste, um über die andauernden Feindseligkeiten zu diskutieren, wie die anderen großen Krieger? Wenn ihr die entsprechende Begabung habt, alle Einzelheiten ein. Der Jarl glaubt also, ihr könntet mir nützlich sein? Aber natürlich, er muss an meine Drachenforschung gedacht haben. Ja, ich könnte jemanden brauchen, der etwas für mich besorgt. Und mit Besorgen meine ich, dass ihr in einer gefährlichen Ruine nach einer alten Steintafel suchen werdet, die vielleicht gar nicht dort ist. Sehr erfolgsversprechende Aussichten. In Ordnung, wo soll ich hingehen? Keine Fragen nach dem Wie oder dem Was. Das gefällt mir. Sollen sich eure Auftraggeber mit den Einzelheiten plagen, was? Ich habe von einer Steintafel erfahren, die im Ölsturz Hügelgrab liegen soll. Einem Drachenstein mit einer Karte verschiedener Drachengrabstätten. Die Tafel liegt vermutlich in der Hauptkammer des Ödsturzhügelgrabes. Geht dorthin, findet die Tafel und bringt sie mir. Ganz einfach. Ja, wieso nicht? Das ist ganz interessant. Ihr müsst anfangen, indem ihr eine Verzauberung erlernt. Nehmt eine verzauberte Waffe oder ein verzaubertes Rüstungsteil, dann nutzt den arkanen Verzauberer, um deren Geheimnis zu lernen. Der Gegenstand wird dabei zerstört, also seid vorsichtig. Sobald ihr eine Verzauberung kennt, braucht ihr einen gefüllten Seelenstein und etwas, was ihr verzaubern könnt. Auch dafür benutzt ihr den arkanen Verzauberer. Natürlich, ich habe alles im Angebot, was ihr braucht, wenn ihr das Geld dafür habt. Ja, das frage ich doch einfach mal. Und Beschwörungen für jene, die sie anwenden können. Was hast du? Gut. Was hast du denn? Gewöhnlichen Seelenstein? Großen Seelenstein? Och ja. Eichenhaut. Boah. Furchtheilende Hände. Oh, cool. Heilt, ziehen die
Okay. Aber was der hier alles hat? Ja, kann ich nur alles nicht kaufen. Aber ich kann vielleicht was verkaufen. Wow. Nein, das Zauberbuch. Das hat momentan Vorrang. Alles, was wir verwenden können, um diesen oder diese Drachen zu bekämpfen. Wir brauchen es so schnell wie möglich, bevor es zu spät ist. Gut, machen wir. Natürlich, Jalbalgruuf. Ihr habt mir einen fähigen Assistenten gefunden. Er wird sich ganz gewiss als äußerst nützlich erweisen. Natürlich werde ich das. Solltet ihr erfolgreich sein, wird euch eine Belohnung zuteilen. Und Weißlauf wird in eurer Schuld stehen. Dann mache ich das. Gut, als erstes gucke ich mal in meine Bücher. Für 60 Sekunden besänftigt. Okay. So, was haben wir denn hier? Hier kann ich doch mein Buch mal angucken. Oh, ich habe Funken gelernt. Super. Jetzt kann ich einen Funken streuen. Schön. Ne, lass ich mal lieber. Oh, und ich. Ja, kann ich jetzt gerade nichts machen. Schade. Gut, dann würde ich sagen, hier machen wir mal Schluss. Und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein.